für dieses kleines Problem. Aber wir haben das geschafft, ja. Jetzt starten wir schon unser Unterricht und ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Online-Unterricht. Wir beginnen ein bisschen mit der Vorstellung. Ich erzähle ein bisschen über mich, über meine Tätigkeit, was ich mache und seit wann mache ich das. Ich komme aus der Ukraine und ich wohne in der Stadt Dnipro und ich arbeite als Deutschlehrerin über 3 Jahren im Goethe-Institut. Die Arbeit mit den Schülern gefällt mir sehr und deswegen bin ich heute auch dabei und ich möchte, dass Sie auch heute Spaß bekommen und etwas Neues zu diesem Thema erfahren. So, dann gehe ich weiter. Wenn Sie Präsentation gut sehen können, wenn Sie mich gut hören und wenn es keine Probleme gibt, dann schreiben Sie mir bitte im Chat plus oder 1. Super. Dann beginnen wir. Auf der nächsten Folie sehen Sie verschiedene Aktivitäten, die wir jeden Tag machen. Jeden Tag stehen wir auf. Jeden Tag putzen wir die Zähne, jeden Tag duschen wir uns. Aber wie können wir das mit einem Wort beschreiben? Wie könnte unser Thema anders heißen? Nicht wie meine tägliche Routine, sondern mit einem Wort, wie heißt es? Und dazu haben Sie verschiedene Silben, Buchstaben, ja? Bla, ges, der, ta. Und versuchen Sie bitte Ihre Idee im Chat zu schreiben und finden dieses Wort. Finden, bilden Sie bitte dieses Wort. Wie heißt unser Thema? Ja, ich sehe, dass Nasir schreibt schon Tagesablauf. Genau, ja. Hamza, schön. Sie waren der Erste. Sehr gut. Und ja, unser Thema heißt Tagesablauf. Jetzt sprechen wir heute über verschiedene Reflexivpronomen, die wir jeden Tag auch machen. Das sind mich, dich, sich. Heute lernen wir auch sprechen über unseren Alltag. Ja, wir können dann am Ende schon gut über unseren Alltag, was wir jeden Tag machen, sprechen. Und am Ende des Unterrichts können Sie mehr als 10, 15 Wörter, neue Wörter beherrschen und sie in unserem Gespräch über Tagesablauf benutzen. So. Geht's los. Ich möchte meinen Unterricht auch und mein Thema mit diesem Gedicht präsentieren. Ich lese das zuerst vor und dann werden wir weiter schon zusammenarbeiten. Jede Woche bringt uns wieder Arbeit, Freizeit, Bücher, Lieder, Montag, Dienstag, Mittwoch. Seht, wie die Woche schnell vergeht. Mit diesem Gedicht möchte ich zeigen, ja, dass die Woche bei jedem sehr unterschiedlich ist. Jemand arbeitet die ganze Woche vorbei, jemand genießt die Zeit und liest Bücher, sieht verschiedene Filme. Und jetzt möchte ich ein bisschen Sie mehr kennenlernen. Zuerst haben Sie gesagt, woher kommen Sie, seit wann sprechen Sie Deutsch, aber Sie haben nicht gesagt, welche Aktivitäten Sie die Woche machen. Jetzt möchte ich auch verschiedene Aktivitäten, verschiedene Verben von Ihnen sehen. Sie können mir das im Chat schreiben. Verschiedene Antworten. Seien Sie bitte kreativ. Was alles machen Sie die Woche? Schreiben Sie bitte im Chat. Oder ich kann auch, wir können Umfrage hier machen und schon hier schreiben. Ja, geben Sie bitte Ihre Antwort hier oben. Ja, jemand hat schon geschrieben, arbeiten. Ja, was noch? Welche Aktivitäten? Schreiben Sie bitte nur Verben, ja? Studieren sehe ich. Gut. Essen, sehr schön. Arbeiten wir sehr viel. Ja, Arbeit ist das halbe Leben. Studieren, Fernsehen. Sehr schön. Jetzt habe ich Sie ein bisschen besser kennengelernt und gehen wir weiter mit unserer Präsentation. Auf der nächsten Folie sehen wir auch verschiedene Bilder, die uns zeigen, was wir genau jeden Tag machen. Und links sehen Sie Sätze, die ein bisschen vermischt sind, ja, und wir müssen
die Sätze mit den Bildern zusammenzuordnen, zusammenzustellen. Dazu sehen Sie links Stifte. Sie können das hier finden oben. Auf dem zweiten Platz steht Markierung. Und machen wir das zusammen. Ich sage zum Beispiel 1, ich stehe auf und versuchen wir zu ordnen, welches Bild passt zu diesem Satz. 2. B, das stimmt, ja, die Frau, die auf dem Bett sitzt, sie steht auf. Ja, das können wir auch hier machen und zum Beispiel mit einer Farbe können wir zeichnen, ja, oder im Chat schreiben. Super. 8. C hat jemand schon geschrieben, ich putze mir die Zähne, das stimmt, schön. Weiter, ich frühstücke, welches Bild passt? 7, geh, ich gehe ins Bett. Geh, richtig. Und ich ziehe mich an. 5. Ja, 5. Schreiben Sie bitte auch im Chat. 6, F. Und 5, D. Das stimmt, der Junge zieht sich an. Super gemacht. Gehen wir weiter. Und auf der nächsten Folie möchte ich mit Ihnen nochmal diesen Wortschatz zu diesem Thema wiederholen. Einfach sprechen Sie mir bitte nach. Ja, ich sage die Aktivität und Sie sprechen mir nach. Ich wache auf. Ich stehe auf. Ja, zuerst können wir aufwachen, aber nur dann können wir schon aufstehen. Nächste, ich wasche mich. Natürlich gehen wir ins Bad. Wir waschen uns. Oder duschen. Ich dusche mich. Ich ziehe mich an. Ich frühstücke. Ich verlasse das Haus. Das bedeutet, ich gehe aus dem Haus. Zum Beispiel zur Arbeit oder in die Schule. Ja, ich gehe in die Schule oder zur Arbeit. Ich gehe nach Hause, ja, wenn wir die Woche sehr gut oder den Tag sehr gut gearbeitet haben, dann gehen wir nach Hause. Und was machen wir zu Hause? Vielleicht Hausaufgaben, vielleicht erholen wir uns und essen wir. Ich esse zu Abend und zum Schluss gehe ich ins Bett. Sehr schön. Und jetzt schon nächste Aufgabe für Sie. Ich sage eine Aktivität und Sie finden die richtige Zahl, die passende Zahl dazu. Zum Beispiel, ich stehe auf. Welche Zahl ist das? Schreiben Sie bitte im Chat. Ja, aktivsten schreiben zuerst 1. Sehr schön. Hansa, ich mache die Hausaufgabe. Welche Nummer ist das? 11. Super. Super, Maria. Ich frühstücke. 6, richtig. Und ich gehe ins Bett. 13. Genau, Ludmila, Maria. Schön. Ich dusche mich. 4 und ich wasche mich. Ja, das ist unterschiedlich. 4, wasche mich. Das ist 3, ja, wir waschen das Gesicht und Hände, aber 4 duschen wir. Sehr schön. Gut gemacht. Gehen wir weiter. Und hier sehen wir unsere Antwort schon. Ja, das haben wir super gemacht. Auf der nächsten Folie sehen Sie zwei Reihen. Aber diese Reihen sind logisch, aber ein Wort mit diesen Reihen passt nicht. Ja, jetzt lese ich erste Reihe und Sie entscheiden sich, welches Wort passt nicht. Dazu streichen Sie bitte durch, zum Beispiel ein Wort, das zu dieser Reihe nicht passt. Sie markieren, ja, oder kreuzen, dass es nicht Alles passt. Wort ist Zum Beispiel singen, singen, lernen, lernen, sich fliegen, machen, waschen, aber fliegen, sich waschen, das machen. ist nicht sich. Was passt, ja, Hamza? 3. Sich waschen. Und, ja. Maria fliegen. Ja, und nochmal, ja, sich waschen. Wie denken Sie, warum ist es so, Maria? Ja, ich kann zum Beispiel, oder Hamza, ich kann Ihnen Mikrofon geben.
Eine Minute. Ja, das stimmt. Sich, das ist schon eine andere Art von Verben. Das stimmt. Und jetzt vielleicht können wir so schnell auch zweite Reihe machen, ja, wenn wir schon eins gemacht haben. Das Bett machen, sich kämmen, sich waschen, sich duschen. Ja, schon viele Verben auch mit sich. Welches Wort? Ja, das Bett machen passt auch nicht, weil alle anderen Wörter sind mit sich, ja, mit diesem Pronomen. Gehen wir weiter. Sehr schön. Und jetzt möchte ich Ihnen erzählen. In Deutschland gibt es so viele Arten von Verben. Wir wissen, es gibt schwache Verben, es gibt starke Verben, zum Beispiel wie waschen. Ja, es kann ich wasche, aber du wäschst, er wäscht. Ja, ändert sich Umlaut. Ja. Und heute lernen wir eine andere Art von Verben. Das sind reflexive Verben. Das heißt, ich kann, was ich mache, ich kann auf mich zurück, ja, ziehen. Zum Beispiel, ich wasche mich, du wäschst dich, ja, du wäschst nicht mich, du wäschst dich. Das heißt, du wäschst nicht Monika, nicht Peter, du wäschst dich selbst. Und deswegen heißen diese Verben reflexive, weil Aktivität, was wir machen mit sich selbst, ja. Und diese Pronomen unterscheidet sich, ja. Wenn ich sage, ich wasche mich, aber du wäschst dich, ja? Er, sie, es wäscht sich. Wir waschen uns, ihr wascht euch und sie waschen sich. Das ist ein bisschen schwierig, diese alle Momente, neue Änderungen zu merken. Aber ich möchte Sie fragen, sehen Sie hier Logik? Sehen Sie, welche Ähnlichkeiten gibt es hier? Was können wir sofort lernen? Was ist ähnlich? Gibt es hier ähnliche Pronomen? Ja, schreiben Sie bitte im Chat oder markieren Sie bitte auch mit dem Whiteboard. Ja, ich sehe. Ja, das stimmt. Das ist etwas Ähnliches mit der Akkusativ. Sehr schön. Ja, wenn ich sage, ich suche dich, ja, ich frage euch, ja, das ist etwas Ähnliches mit Akkusativ. Aber nicht im Ganzen, ja. Wir sehen auf dem dritten Platz er, sie, es. Ich sage, ich frage nicht ihn, sondern hier steht sich, ja. Das ist ein bisschen anders als Akkusativ. Aber ich möchte Ihnen zeigen, um besser das zu lernen, sehen wir hier Übereinstimmungen. Sehen wir, dass einige Pronomen gleich sind. Zum Beispiel er, sich, er wäscht sich, sie wäscht sich, es wäscht sich, zum Beispiel das Kind wäscht sich selbst. Und sie, ja, höfliche Formen. Sie waschen sich jeden Tag oder sie. Peter und Nastja, ja, sie waschen sich auch. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Zum sich. Beispiel, Das wollte ich Ihnen ja, zeigen, ich dass wische Sie sich, das ja. besser lernen können. Und jetzt möchte Ich ich wische mich, du wäschst jemanden zu dich, Wort er sie jetzt bitten. Zum wischt Beispiel, sich, ja, wer duscht sich, möchte auch ja, ein Wort, ihr ein duschen Verb uns, konjugieren? ihr Wenn ich wascht, nehme jetzt duschen, ihr duscht können Sie euch, bitte auch das wir sie konjugieren? duschen sie. Ja, zum Beispiel, Hamza, möchten Sie sprechen? Ja, sehr schön. Dann ich dusche mich, ja. Mit ja. Sehr schön. Jetzt vielleicht möchte Maria das ausprobieren. Maria? Ja, Ich versuche bitte hier zu schminke schminken, mich. ja? Wie jede Frau schminken. Bitte schön. Ich höre nicht. Also. Dieses Verb vorlesen mit verschiedenen. Einen Moment.
Ich schminke mich, du schminkst dich, sie es schminkt sich, wir schminken uns, ihr schminkt euch, sie und sie schminken sich. Du schminkst. Hallo Maria. Sehr schön, Maria, sehr schön. Danke sehr. Jetzt gehen wir weiter und vielleicht möchte jemand zum Beispiel Nashwa, ja, oder Nazir. Nazir, möchten Sie ein Verb auch konjugieren? Rasieren, sich rasieren. Ich gebe Ihnen auch Mikro und Maria Mikro stumm stellen. Hallo Nazir, hören Sie mich? Hallo, vielleicht Nazir hat einige Probleme mit Mikro. Ja, dann sagen Sie bitte auch, aktivieren Sie bitte Mikro, klicken Sie auf Mikrofon oben und sprechen Sie auch zum Wort, sagen Sie zu Wort rasieren, sich rasieren. Nazir, wir hören Sie leider jetzt nicht. Ja, möchten Sie antworten? Möchten Sie versuchen, ausprobieren? Ja, dann tut mir leid, hören wir leider nicht. Und wer möchte noch ausprobieren, dann heben Sie bitte die Hand. Ach so, Nazir, sehr schön. Wir sehen Sie, aber hören leider nicht. Sagen Sie etwas. Okay, wir haben leider keine Zeit, um zu warten. Ja, wenn jemand noch möchte, heben Sie bitte die Hand. Zum Beispiel Angelika, ist zu uns gekommen. Angelika, möchtest du auch ein Wort konjugieren? Zum Beispiel kämen. Ja, wir kämen uns jeden Tag unsere Haare. Angelika, hören Sie mich gut? Dann schreiben Sie bitte im Chat 1. Angelika. Okay, vielleicht machen wir dann nicht, ja, verlieren wir keine Zeit. Okay, wir haben das ein bisschen schon geübt und da können wir weitergehen. Auf Sie warten verschiedene Spiele und Übungen. Ja, damit möchte ich nochmal zeigen. Reflexive Verben, sie zeigen uns, was wir machen, ja, mit sich selbst. Sie gehen auf uns zurück, ja, und mit diesem Bild wollte ich das auch zeigen nochmal, dass es gibt reflexive Verben, wie Reflexion auf uns geht, ja. Jetzt, das haben wir schon alles geklärt. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie es in Wortfolge geht. Ja, welche Ordnung haben wir im Satz, wenn wir solche Verben haben? Wenn ich ja einen normalen, direkten Satz sage, dann beginne ich von ich. Auf dem zweiten Platz natürlich steht waschen, ja, schon Verb, ich wasche. Und dann steht sofort dieser reflexive Pronomen mich, ich wasche mich. Morgens, ja, können wir sagen, oder ich wasche mich jeden Tag. Aber wenn wir ein bisschen anders sagen und beginnen zum Beispiel mit morgens, dann auf dem zweiten Platz steht noch immer noch waschen, ja, morgens wasche ich und am Ende steht mich, ja. Jetzt sehen wir, mich kann entweder auf dem dritten Platz stehen, wenn wir einfachen Satz haben, oder auf dem vierten Platz, nach dem ich, nach dem Pronomen, ja. Entweder auf dem dritten oder auf dem vierten Platz. Jetzt werden wir das üben. Ja, wenn Sie
hier das verstanden haben, jetzt möchte ich auch prüfen. Zum Beispiel drei verschiedene Wörter. Schreiben Sie bitte auch hier in Kommentare. Ich sehe, dass Hamza schreibt schnell, schnell, schnell die Antwort. Ja, Monika schminkt sich. Super, sehr schnell war das. Nächste, ein bisschen schwieriger. Ja, das war richtig. Sehr viele andere Wörter, ja, und das ist noch schwieriger. Hier gibt es auch unser Präfix auf, der immer am Ende steht, ja. Das ist das Wort aufstehen. Was machen wir zuerst und was machen wir nach dem, ja, dann stehe ich auf. Super. Und was machen wir nach dem Aufstehen? Schreiben Sie bitte alles in Kommentaren im Chat. Und ich dusche mich im Badezimmer. Sehr schön. Wir sehen, dass mich steht auf dem dritten Platz, weil wir einen einfachen Satz haben. Ich, ja, zur ersten Position, dusche auf dem zweiten Platz. Ja, und mich auf dem dritten Platz. Ich möchte das nochmal Ihnen zeigen. Ja, auf dem dritten Platz steht mich. Sehr schön. Gehen wir weiter. Jetzt auch ein bisschen. Trainieren wir. Was machen wir dann nach dem Duschen, nach dem Aufstehen? Beginnen wir mit dem Wort danach. Schreiben Sie bitte Kommentare. Haben Sie keine Angst? Schreiben Sie bitte Ihre Ideen. Ich helfe Ihnen. Ich sehe schon eine Antwort. Danach ziehe ich mich in meinem Zimmer an. Super, sehr schön. Danach ziehe ich mich. Sehr schön. Wenn wir anderen Satz, ja, haben, danach auf dem zweiten Platz ist ziehe. Ja, ich zeige das schon mit dem richtigen Antwort. Danach ziehe ich mich in meinem Zimmer an. Ja, hier möchte ich zeigen, dass wenn wir Präfixe haben, die am Ende stehen müssen, mit diesem Satz stellen wir auch diese Präfixe am Ende, ja, nach am Ende unseres Satzes. Sehr schön. Sehr gut, und Maria, auch danke, dass du aktiv bist. Sehr schön. Gehen wir weiter. Was machen wir dann? Das ist auch über unseren Tagesablauf. Wenn wir uns angezogen haben, dann möchten wir essen. Und wir gehen in die Küche, richtig, Hamza, und frühstücken. Hier gibt es, ja, das stimmt, hier gibt es keinen reflexiven Verb, aber wir möchten auch hier üben, wie, was wir jeden Tag machen. Sehr schön. Und jetzt beginnen wir auch einen neuen Satz, was wir frühstücken, ja? Meistens, das ist erstes Wort, trinken oder essen. Hier müssen wir logisch unseren Satz machen. Ja, meistens esse ich. Was essen wir meistens? Jeden Morgen, ja, Cornflakes, das ist Müsli auf Deutsch auch. Und trinken wir. Ja, heute sind die Schüler sehr aktiv, ja. Ich sage nur ein Wort oder ich zeige nur Folie und dann schreiben Sie alles, alles in Kommentare. Super. Hamza, ich trinke ein Glas Orangensaft. Ja, prüfen wir. Meistens esse ich Cornflakes und ich trinke ein Glas Orangensaft. Sehr schön. Gehen wir weiter. Ja, das haben wir schon geübt. Dann packe ich meine Schultasche, das ist leicht, schon für Sie. Gut. Ich verlasse das Haus, ja, um 8 Uhr verlasse ich das Haus. Wie heißt dieses Wort? Oder ich helfe Ihnen.
Ja, wer weckt uns jeden Tag? Das heißt Wecker. Super. Was sehen wir noch hier? Was ist G? Was ist das? Fernsehen, sehr schön. Und alle anderen kennen wir schon. A, ja, das ist Frühstücken. Und H, vielleicht Hausaufgaben machen, Mathe, ja, Algebra oder Geometrie. Sehr schön. Hier sind Sie bereit für Hören. Und auf der Folie sehen Sie schon unser Audio. Dann klicken Sie bitte. Und die Aufgabe ist, wir müssen mit Buchstaben auch richtige Reihenfolge machen. Alles, was Sie hören, Sie müssen auch im Chat Buchstabe für Buchstabe schreiben und dann sehen wir, wer das am schnellsten und am richtigsten Der gemacht hat. Wecker So, klingelt um 6:30 ich höre auf und und ich Sie wache auf. klicken. Aber ich bleibe noch 5 Minuten im Bett. Ich stehe um 6:45 auf. Ich dusche mich gegen 6:50 und dann um 7:10 frühstücke ich. Um 7:20 gehe ich in die Schule. Die Schule beginnt um 8 Uhr und endet um 1 Uhr. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Zwischen 3 Uhr und 5 Uhr mache ich meine Hausaufgaben. Abends sehe ich zwischen 7 und 9 Uhr fern. Um 10 Uhr gehe ich ins Bett. Anna, Mikrofon aktivieren. Nochmal, entschuldigen Sie mich. Wir haben das alles gehört und wir haben richtige Reihenfolge gesehen. Ja, Hamza und Maria haben uns damit geholfen. Sehr schön. Und jetzt möchte ich, dass auch die Maria vielleicht liest uns diesen Text. Auf der nächsten Folie lesen wir alles, was wir schon gehört haben. Maria, ich gebe dir auch Mikro und bitte li einfach lesen wir vor. Damit wir das. Maria, sind Sie hier? Haben Sie gefunden, wo wir auf Audio, auf Mikro klicken oben? Vielleicht versuchen wir dann. Das sind zwei, Vielleicht ich das gebe sind auch. zwei Marias. Ja, eine Maria. Ich habe für zwei Marias auch Aber Mikro nur eine kann aktiviert. sprechen. Ja, dann vielleicht Hamza. Aber was muss ich machen? Noch Können Sie einmal bitte, bitte. nur vorlesen, damit wir alle nochmal diesen Text Ja, ja, natürlich, vor kein Augen Problem. haben Ja, und natürlich. konzentrieren können? Okay. So, Lese verstehen. Der Wecker klingelt um 6:30 und ich wache auch auf. Aber ich bleibe noch 5 Minuten im Bett. Ich stehe um 6:45 auf. Ich dusche mich gegen 6:50 und dann um 7:10 frühstücke ich. Um 7:20 gehe ich in die Schule. Die Schule beginnt um 8 Uhr und endet um 1 Uhr. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Zwischen 3 Uhr und 5 Uhr mache ich meine Hausaufgaben. Abends sehe ich zwischen 7 und 9 Uhr fern. Um 10 Uhr gehe ich ins Bett. Sehr schön. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie hier noch einige Verben, die Sie vielleicht nicht gehört haben, hier nochmal kennenlernen und nochmal sehen könnten. So, wir sind ja, wie ich schon gesagt habe, fast am Ende. Und hier sprechen wir über unseren Tagesablauf. Ja, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich habe Ihnen hier vorgestellt verschiedene Wörter, die wir hier gelernt haben. Ja, aufstehen, aufwachen, sich duschen, sich anziehen. Erinnern Sie sich, welche Wörter reflexiv sind. Ja, welche Wörter brauchen mich, dich nochmal. Das ist duschen, waschen, sich anziehen. Ja, und Präfix geht am Ende. Und oben sehen Sie verschiedene, ja, Reihenfolge, wie wir das verknüpfen können. Zuerst stehe ich auf, ja, ich gebe euch ein Beispiel. Dann dusche ich mich und dann ziehe ich mich an. Danach gehe ich frühstücken und ich verlasse das Haus.
Ich arbeite und am Abend gehe ich nach Hause und esse zu Abend. Und danach schlafe ich oder gehe ich ins Bett. Jetzt möchte ich Sie auch bitten, heben Sie die Hand. Wer möchte das auch über Ihren Tagesablauf sprechen? Wer möchte, heben Sie oben, gibt es Hand. Ja, haben Sie bitte keine Angst. Melden Sie sich. Ja, Sie müssen. Ich möchte, dass Sie alles das nochmal über sich erzählen, üben. Ach so, Hamza möchte auch. Ja, Maria schreibt, nein, ich möchte nicht. Gut, dann gebe ich auch. Hamza, bitteschön, erzählen Sie uns über Ihren. Okay, so, ich wache auf, nein, um 5 Uhr wache ich auf, aber ich bleibe im Bett vor 5 Minuten. Danach stehe ich auf, dann wasche ich mich und dusche ich mich. Dann ziehe ich mich und frühstücke ich. Danach gehe ich zur Arbeit oder zur Uni. Eine Sekunde bitte. Ja, bis 5 Uhr arbeite ich und danach nach Hause. Danach gehe ich nach Hause. Esse ich und um 11 Uhr gehe ich ins Bett. Dankeschön. Anna Mikrofon. Anna, Hamza hat sehr gut erzählt. Aktiviere bitte dein Mikro. Nein, keine Angst haben. Warum? Wir sind doch alle normale Leute. Also, bei Anna ist ein Problem. Alles klar, habe ich verstanden. Also, heute ist das nicht unser Tag. Anna, ich gebe dir alle Rolle wieder. So, gut. Anna, komm bitte zum Mikro. Ja, Entschuldigung, ich war auf einmal weg. Vielleicht die Verbindung war schlecht. Hamza, ich habe nur Anfang gehört, aber Anfang war auch perfekt. Und ja, ich denke ja, dass Sie richtig über Ihren Alltag und interessant gesprochen haben. Vielen Dank für Ihre Aktivität. Und vielleicht möchte jemand noch dazu sagen, ja? Vielleicht Maria. Ja. Sie waren heute auch sehr aktiv, Sie haben diese Wörter benutzt und vielleicht möchten Sie das nochmal ausprobieren. Ja, sprechen. Um sprechen müssen wir auch sprechen. Maria, ich habe Ihnen auch Mikro gegeben. Schreiben Sie bitte im Chat. Möchten Sie antworten? Ich möchte auch. Nein. Okay. Ja. Gehen wir weiter zur nächsten Folie. Heute haben wir sehr schön über unseren Tag gesprochen. Wir haben sehr viele verschiedene Wörter gelernt, wiederholt. Vielleicht einige haben wir schon gekannt, ja? Und ich lese Ihnen eine Situation, ja? Ein Moment aus einem Tag von Po und Ferkel. Vielleicht kennen Sie diese Karton auch. Welchen Tag haben wir? Fragt Po. Es ist heute, ja, sagt Ferkel, mein Lieblingstag. Und ich wünsche Ihnen, dass jeder Tag wird für Sie Ihr Lieblingstag. Ich möchte, dass Sie jeden Tag das Leben genießen und dass Sie auch jeden Tag so fröhlich aufstehen und Ihre eigenen Aktivitäten, alles, was Sie möchten, dass Sie schaffen und machen. Und jetzt schalte ich auch meine Kamera. Ich möchte, dass Sie mich auch gut sehen können. Und da bin ich fast am Ende, ja. Jetzt möchte ich ein bisschen Feedback, ja, bekommen, was Sie
verstanden haben. Hier haben wir wie ein Ampel, grün, gelb und rot. Dann können Sie auch zeichnen, vielleicht verschiedene Sternchen oder einfach klicken, ja, auf alles. Jemand hat, ja, jemand malt schon auf verschiedene alles, etwas, nichts, ja. Sie können Sternchen, hier können Sie auch, wo Rechteck ist, ja, dann können Sie fast am Ende Stern sehen, ja. Super, sehr schön. Maria hat alles verstanden, obwohl sie nicht antworten wollte. Sehr schön. Ich bin sehr froh, dass Sie alles verstanden haben. Super. Dann danke ich mich für Ihre Arbeit, für Ihre Zusammenarbeit und für Ihre Aktivität. Mir hat alles so schön gefallen. Vielen Dank nochmal.